Ja, moin und willkommen zurück zu Dead Batze 3. Dead Spatze. Ja, Jo, mit dem letzten Spatz Raum im haben wir Gesicht. nicht herausgefunden, was hinter diesem Fahrstuhl sein wird. Nee. Und diesen finden wir heraus. Aber jetzt. In nur einer Minute, sobald das Ding mal hier ist. Hätten ja schon mal raufdrücken können, dass Ja, er eigentlich, mal eigentlich, runterkommt. ja. Oh, wir sind Oh, wieder bei Bioshock. der ist aber schön geschmückt. Science Division, Souverän, Colonies, Armed Forces, Junge, das Genau. ist ein. Die SCAF. AFF, ja, genau. Oh, das ist hier überall so geschmückt. Wo sind wir denn hier? Wegen dem Labor. Ich dachte, das geht immer weiter in die Hölle, aber anscheinend geht das immer weiter in den Himmel. Ja, wir sind hier wegen dem Biologielabor, also besser kann es nicht Ja, werden. gut, ja, stimmt. Oh, eine Schleuse. Hier ist eine Schleuse, komm her. Echt? Dekontamination wird eingeleitet. Bitte Oh. stillhalten. Bitte stillhalten, hat Was er ist gesagt. das hier? Das ist also Rosettas Labor. So. Medikit? Endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Oh, das sind Alien-Teile Gibt's eingefroren. irgendwas, was man nur im Team machen Laut kann? Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Oh, so ein kleiner Raum gefällt mir irgendwie Die nicht. haben sie in Stücke Nee. geschnitten? Ja, Oh mein siehst du Gott. doch, Alter. Was für ein Scheißteil. Die haben sie zerschnitten? Ja, siehst du doch. Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Man sieht das hier? Ja. Ach, was zum Henker machen wir jetzt damit? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden Ich hab ist. einfach mal so ein Alien-Teil Ja, in der da Hand. drüben. Das ist Rosetta, Okay, Mann. mal sehen, ob ich hier reinkomme. Nee, das Labor ist Rosetta, oder nicht? Ja, ich glaube, dieses Alien. Welches Alien heißt denn Rosetta? Na, das hier. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Ist dir mal aufgefallen, wie blutig das hier mal ist? Und dass hier Leute an der Wand schreiben mit Blut? In irgendeiner Sprache. Das ist die Marke, das ist die Ja, Marke, Leute. Und hat er da reingeschrieben, Stücke. oder nicht? Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Schreibt sich doch nicht selbst Die rein, oder? Einrichtung hat drei Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder Sorry. in allen. Oh, wir müssen die anderen Teile von dem Ding suchen. Ja, hier wieder drinnen da. Heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Nö. Spiel vorbei. Aha. Jetzt gibt sie den da wirklich raus, Was Alter. ist denn Anstatt, das? Super. Anstatt, dass wir hier hochgehen. Nein. Guck mal, du kannst da nicht hochgehen. Die Treppe ist kaputt. Nee, aber anstatt, dass sie das da raus... Also wirklich. Die Treppe ist doch kaputt. Ich weiß gar nicht, wie sie da hochgekommen ist. Ah, weiß ich auch nicht, wie die das geschafft hat. Was So, müssen wir denn jetzt mal die machen? anderen Alien-Teile suchen. Müssen wir wieder raus, oder was? Noch drei irgendwie. Ja, es gibt noch drei so eine anderen Komplexe und da ist jeweils ein Alien-Teil. Oh. Es gibt wieder ganz viele Fahrstühle. Müssen wieder nach unten, ja. Deswegen, Fahrstuhl weil da unten fahren. waren ja überall noch für Schlüsselkarten so eine Dinge. Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins Was? für geologische Studien. Paläontologie? Welches soll ich mir zuerst ansehen? Noch nie gehört. Egal. Man, Bist du oder das? Nur Vorsicht. Ja, Archäologie sowas. Warum? Paläontologie, historische Kacke. Das, so? Das ist nicht witzig. Warum ich sagt sie dann nicht Archäologie? Isaac Ende. Das ist ein Unterschied. Habe ich noch nie gehört. Yeah. Was kommt da raus? Schwimmen, Räume ist das gut, sind ne? diese komischen. Ja, der ist geil, Alter. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Boah, die explodieren die Dinge, Alter. Ja, klein, aber fein. Links von dir, Vorsicht. Ah, ne, das ist eine Tür. Boah, Alter, mich hat's weggeschmissen. Komm jetzt durch hier. Die sind auch über uns irgendwo.
Pass auf, er spuckt! Ah! Oh, ich bin komplett zerflattert, Alter. Ey, das ist auch so fies, das Ding neben dem scheiß Fahrstuhl. Ich hab da die ganze Zeit... Oh! Scheiße, verkehrt! Oh, kacke! Ich hab da nicht dran gedacht! Vor allem, ich schieße auf den ersten rauf, Alter, du fliegst nach vorne. Geh der zweite, wo ich vor... Und ich wusste direkt, das war's, Alter, und du bummst. Das heißt, ich weiß nicht, ob du die auslöst, indem du einfach nur vorbeigehst. Ich glaube schon, ne? Nee. Weil hat man ja eben zum Schluss gesehen. Oh Mann! Wie du aber auch nach hinten fliegst, ey. Das Vieh ist jetzt noch nicht weg, das ist noch nicht weg. Nee, ist es ja auch nicht. Das lebt noch. Schmatter-Scheiße, ey. Oh, was ist denn hier schon wieder? Komm her, hier. Ein Rätsel, ein richtig schweres. Gas wird freigesetzt. Gaspumpe off, Mann. Ist hier auch irgendwas mal heil, oder? Ja. Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Im Falle einer fehlgeschlagenen Isolierung muss Sterilisationsgas von der nächstgelegenen Sterilisationskabine verabreicht werden. Diese luftdichten Kammern schützen sie vor dem extrem ätzenden Sterilisationsgas. Sämtliches ungenütztes biologisches Gewebe im betroffenen Bereich wird zersetzt. Komm mal bitte hier zur Tür. Es ist wichtig, dass die Mischungsstation für das Sterilisationsgas. Komm mal hierher. Wo ist denn hier eine Tür? Ich sehe nichts. Ich hab das Ding noch. Ich muss noch mal kurz zurück. Betroffenen Bereich wird freigesetzt. Es ist wichtig, dass die Mischungsstation für das Sterilisationsgas permanent gewartet wird. Ihre Sicherheit ist und die Sicherheit aller hängt davon ab. Ey, wie oft gibt's in dem Text Sterilisationsgas, Alter? Oh, das ist hier hinter der Wand irgendwo. Was denn? Ich will meinen Superbot setzen. Da komm ich nicht. Setz ihn doch einfach hier hin. Nein, ich will den ja erfolgreich irgendwo hinsetzen. Ja, ist ja vielleicht hier. Nein, dass der auch was bringt, denn dafür leuchtet der dann. Der führt dich ja irgendwo hin, der Superbot. Oh. Und da, wo, wenn du das Ziel erreicht hast, dann ist da so ein Kreis auf dem Bildschirm. Oh, es geht nach unten. Hätte ich nicht erwartet. Oh nein. Alter, der ist echt geil. Zwei Schuss, oder? Alter. Der ist auch voll Schaden drin, ne? Ja. Puh. Vor allem, weißt du, was das Geile ist? Er lebt schnell nach, Alter. Ja. Zwar nur 6 Schuss, aber... Oh, jetzt muss ich diese Kacke machen. Oh nein. Zack, zack, nachgeladen. Alter, der ist echt stark. Ups. Ich muss nochmal dran. Aufzug deaktiviert. Oh. Alter, die Viecher halten aus, ne? Ja, die musst du echt immer richtig treffen. Ich glaube, ich habe aber den Aufzug nicht deaktiviert, ja. Du hast es aber hier noch nicht angemacht. Nee, ist so falsch. Ich habe den Aufzug vergessen. Nein. Das war falsch. Nee, das war ganz falsch. Huch. Oh, er hat gerade ausgeholt, Alter. Das war komplett falsch. Aufzug online. Hä? Ah, jetzt die Pumpe aber wieder aus. Ne, das ist ja auch scheiße. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Dieser Revolver ist übel. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Oh, das war fast. Warte mal. Aufzug online. Warte, ich glaub, der Revolver ist richtig übel, ne? Ich glaube, ich hab's gleich. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Oh. Hä? Aua. Sorry. Ich hab's, glaube ich, gleich. Den runter. Aufzug. Oh Mann, der kommt hier schon wieder. Immer wenn du da dran bist. Oh, ich bin down, ich bin down. Ich hab's. Ich bin down. Ja. Ich hab aufgepasst. Oh, gleich wieder down. Oh, jetzt liegt der Zuckerbot.
Ja. Ich hab's geschafft, Alter. Ich hab beides angemacht. Nice. Bin der Held vom Eppelfeld. Alter, ich hab null Leben. Meine Leiste ist komplett leer, Alter. Alter, ich muss 4, 5. Alter, ich hab glaube ich keine. Ich hab nur noch ein Medkit, Alter, ein kleines. Ja, soll ich dir welche gegeben? Läuft. Ich hab eine Menge. Ja, reicht erstmal 3 große, Alter. Ich hab so wenig Munition, Alter. Aber die kann ich dir doch auch geben. Ja, aber hast du doch noch, oder nicht? Oh, jetzt habe ich 36 von Rücken. Ja, aber ich hab jetzt auch nicht mehr viel, ne? Ich habe jetzt 20 und 14. Das ist nichts. Ich hab jetzt 36 und 43, also die hättest du mir auch nicht geben müssen. Ne, kann ich ja nur. Puh. Also wirklich der Revolver, Alter? Ja, der ist geil. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Ich glaube, wir müssen auch raus, denn, ne? Oder? Hey, oh, ne. Sieht aus, als stecken wir hier fest. Oh, Masken. Hey, da, es funktioniert. Ja, das Ding ist luftdicht, oder? ja? Oh, scheiße. Warum? Warum scheiße? Los, sehen wir uns das mal an. Soll er denn froh sein? Sie gehen vor. Wenn es nicht so wäre, dann... Jetzt gerade nicht verstanden. Jetzt kann ich endlich hier rein mit meinem Superbot. Oh, wir sollen hier sogar rein. Oh, eine Leiche. Hier drin. Ein weiter noch, ja. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Ne. Ja, theoretisch, wenn ich jetzt den... Hier muss er hin. Ich mache jetzt erstmal hier. Dr. Earl Serrano Status Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Kodex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. Hast du das viel gesehen an der Wand? Ja, ich hab das gerade mit einem. Alter. Achso, das meinst du. Oh, hier liegen Viecher überall, ne? Mhm. Warte mal, ich hab ein Artefakt. Haben wir hier. Persönliches Log, Dr. Alexei Obrutschew. Ich schätze die anderen. fanden es barbarisch, als ich den armen PVT Freeman an die Wand tackerte und ihn wie einen Fisch ausweidete. Aber ich hatte das Gefühl, etwas demonstrieren zu müssen. Und welchen besseren Weg gab es, als den Beweis direkt zu erbringen? Die Anomalien im Skelettenbau, im Skelettaufbau des Privates und die Reorganisation seiner inneren Organe zeigen anerkennbare Ähnlichkeit mit den Kreaturen, die wir aus dem Eis gefischt haben. Die gleiche Kraft, die seine Leiche in eine manische Tötungsmaschine verwandelte, ist mit der Evolution dieses Planeten verbunden. Ferner scheint alles mit dem Signal zusammenzuhängen, das alle Marker transportieren. Selbst jetzt kann das Signal im Freemans Körper nachverfolgt werden. Es nimmt permanent Änderungen an seiner Struktur vor und bewirkt, dass seine Zellen weiterleben. Es könnte erklären, warum die Kreaturen, die wir fanden, auch nach 2 Millionen Jahren im Eis in einem so fantastischen Zustand sind. Ende der Durchsage. Na komm her, ich will den Teil. Boah, jetzt müssen wir das Scheißding ja auch noch hier raus. Ja, aber nee, nur hier vorne rein. Oh. Nee, die Waffe ist viel zu langsam, Alter. Nimm mir den Revolver, ey. Lebt ja immer noch. Alter! Wie viel hält er aus? Das war Headshot, ey. Oh. Oh, da kommt noch einer. Oh, ich muss nachladen. Au. Oh, da kommt noch mehr.
Was, Merigold? Wo ist mein Ring? Hat sich gerade so angehört. Hieß er überhaupt Smirigol? Ach, was weiß ich, wie der hieß. Smirigold. Ja, ja. So was wird das schon sein. Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Sag doch, die Alte ist Rosetta. Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Müssen wir da hoch? ich wundere mich, was du an mir vorbei hast. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Ist da noch was? Ja, wir können jetzt hier in die ganzen anderen Gänge gehen. Echt? Sind die alle offen? Ich muss hier nach unten. Holy shit. Nee, ja, von hier sind wir gekommen. Wir. Ja, aber ich muss hier kurz. Den Zuckerbot. Ja, wie weit wird's denn da laufen jetzt? Hier? Hier ist es. Ja, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Das heißt, wir könnten jetzt auch in die ganzen Räume gehen, die hier noch waren eigentlich. Ja, machen wir auch. Also sprich hier. Können wir jetzt auch hin? Ne. Ja doch, Alter, geht. Hinter uns auch, den Fahrstuhl noch, ne? Da waren wir auch noch nicht drin, glaube ich. Nice. Okay. Noch eine. Hier ist rechts rum, oder was? Ja. Weiß nicht. Wenn das hier nochmal hin müssen. Erst rechts rum und wir gehen links rum. Ja. Ja, hier müssen wir 100 Pro nochmal hin. Hast du das gesehen? Ja, hab ich. Wo ist das hin? Boah, das ist nicht nur eins. Boah, Alter, ich hab den mit einem Kopfschuss getötet. Boah, wie viele sind das? Alter. Oh! Oh! Ich bin tot. Fast gewesen. Ja, fast, Alter. Boah. Wechsel doch mal die Waffe, nicht den Zuckerbot! Boah. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich glaube, wir müssen hier eh nochmal hin. Das heißt, wir können ganz einfach den Fahrstuhl erstmal nehmen. Oder? Also hin müssen wir ja, auf jeden Fall nochmal. Ich denke auch. Das sah jetzt nicht so aus, dass wir da nicht nochmal irgendwie hin müssen. Aber guck mal hier, den Fahrstuhl, den können wir jetzt auch, oder? Nee. Ah, nee, der geht nicht. Hä? Nochmal ein weiter? Achso. Ja, hier war das. Wir beide synchron gerade nach links, Alter. Ja. Hä, wir haben jetzt beide den gleichen Anzug, ist dir das mal aufgefallen? Ja, nein. Die Helme sehen immer noch anders aus. Ja, die Helme. Da war das ganz große Vieh gerade, ne? Ne, das ganz große war das glaube ich nicht. Oben rechts habe ich glaube ich einen Fuß gesehen. Ja, aber das war glaube ich nicht dieses fette. Alter, hinter uns glaube ich auch wieder, ne? Ja, hinter uns auch. Au! Der leere Bäume ist geil, Digga, den nehme ich nur noch. Der ist auch richtig nice. Der macht auch richtig Bock zu spielen, Alter. Der klingt auch geil. Bup, bup. Der macht aber auch richtig Schaden, Alter. Ja. Ich hab echt nicht viel Muni dafür. Ne, ich auch nicht. 37, ne? Und 6 im Magazin. Ich überleg schon wirklich, dass ich mir Munition mal wieder herstellen muss. Hallo, Isaac. Ich weiß, Sie sind da draußen. Und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle sie dafür nicht. Ja, ein Text doch. Deutsch. Aber es überrascht Sie vielleicht, kannst dass du noch mal ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft. Oh, von Ursache auch schon wieder ein Superbot?
Und bald schon werden sie verstehen, ja, geht nicht mehr auf hier. Dass ich recht aber nicht habe. Mit allem. Außen. Oh, jetzt da kann man seine Energiestange einsetzen. Hast du die hergestellt? Nee. Oh. Reaper durchsuchen. Ja, das ist hier drin. War leider keine hergestellt. Vielleicht ist ja hier in der nächsten Abteilung so ein... Hä, war das kein Textlog, was du hier gerade aufgesammelt hast? Nee, das war ein Teil. Also es war eine optionale Quest. Vielleicht, haben wir ja hier jetzt oben eine Werkbank, dann können wir uns ja eins herstellen. Geil wär's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kannst du einfach irgendwo hinschießen bei denen, Alter. Jo, das ist geil, Alter. Ein Schuss weg. Boah, ich hab einmal getroffen. Ins Nachladen. Oh, wie viele sind denn hier? Alter, ist mal gut. Alter, haut doch mal ab, ihr Scheiße. Alter, wie viele sind das denn bei mir? Ey, ich mach das jetzt anders, Alter. Ja, mach mal bitte den Raketenwerfer, ich bin gleich weg. Boah, ja, jetzt wo du ihn raus und ist weg, oder was? Nee, ich hab doch hier reingeknallt. Achso. Alter, wie viel Stuff? Das ist das Geile halt, ne, bei so vielen Gegnern, dass halt ordentlich Stuff gibt. Ja. Endlich wieder Munition. Was denn? Ist eine Audiodatei? Dr. El Serrano Status Update. Auf den Oberflächen von so Ding sein. Sich Glyphen. Niemand weiß mit Sicherheit, ja, was sie bedeuten. Doch existieren sie als ja, beidseitig eigene Sprache, machen, die den Schöpfern der Marke zuschreiben. Nee, wir müssen den hier durchziehen. Allerdings haben unsere Ausgrabungsteams nun einen völlig neuen Satz Glyphen auf jenen Bauwerken entdeckt, die wir unter der Eiskruste des Planeten fanden. Ich habe angeordnet, diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen. Wenn es das ist, was ich denke, können hier hinten ist alles auch verändern. Ah, scannen. Macht er alleine, oder was? Nein. Na no, doch, jetzt schiebt ihn alleine durch. Ja, ja. Ich kann das nicht nochmal drehen. Wie drehst du das? Ah. Ja, die Dinger drehen sich aber nur so doof. Ja, das ist ein Puzzle. Dreh. Ah. Ich glaube, du musst drehen und. Jetzt, ne? Ja. Ein Fehler. Ich kann den nicht gar nicht drehen. Hä? Ne? Nö. Jetzt. Er ist ja trotzdem. Ah! Du hast ja, meinen mitgedreht. Drin. Echt? Ja. Wir müssen. Halt, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen die alle nur gerade kriegen. Richtig. Warte mal, warte mal. Jetzt muss. Ja, lass mal so, genau. So, lass mal so. Ja. Dann kann ich nämlich einmal so. Warte. Warte. Ja, so. Ja, jetzt musst du eigentlich nur. Genau. Ah, jetzt ist er wieder schräg. Ja, er dreht sich dann immer schräg. Drück du mal nochmal. Ah, so vielleicht, wa? Ja. Und jetzt muss. Warte mal. Ne, der letzte ist ja noch. Ja, dann müssen wir den letzten noch umgedreht kriegen. Dreh mal. Ne, deinen dreh ich ja nicht mit. Ne, deswegen. Warte mal, lass. Ja, lass mal so, lass mal nehmen. Mach mal, dass der in der Mitte so ist wie meiner hier, so ungefähr. So vielleicht. Oder okay, so. Warte. Ja, warte, ich dreh ihn nochmal so. Genau, so vielleicht, ne? Jetzt mach ich mal meinen. Warte mal. Dein letzter muss, den musst du einfach auf gerade machen, damit das geht. Guck mal, so einfach noch, mach noch einmal. Na, so ist ja wieder. Doch, das geht. Mach mal noch eine Runde. Okay. Ach nee, dann verschiebt er sich ja wieder. Du musst deinen noch einmal.
Jetzt mach du mal deinen. Bis der da wieder gerade ist. Jo. Ja. Easy. Ich guck schon mal in den Lüftungsschacht. Ja, richtig. Okay, Ellie. Es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke. Bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. War hier nicht noch ein Textdoc irgendwo? Nee. Nee. Hey, halt hier erst bei der Karte rein. Fahrstuhl. Ja, hier müssen wir nicht hin. Gucken, wo der hingeht. Sie betreten die Kaserne des 163. Halten Sie Ihren Ausweis sichtbar. Das 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Oh, endlich mal eine optionale Mission. Mhm. Endlich. Textlog. Guck mal, hier geht's auch rein. Ah, du hast nur die Karte, oder was? General S. Mahat, Adam M. Grace, betreff Spezialeinheit. Wenn es der Schlafplatz ist, um den Sie sich sorgen, dann seien Sie beruhigt, denn ich werde die Hälfte von Ihnen mit auf den Planeten nehmen, sobald wir uns eingerichtet haben. Überall liegen und so was Manieren angeht, und was Manieren angeht, ich habe sie nicht ausgewählt, weil sie gut mit anderen auskommen. Es gibt einen guten Grund, warum das 136 ist ja auch die Reaper nennt. Die Männer haben ihre Sporen verdient, als sie während der Unabhängigkeitsaufstände auf der Erde die blutigen Drecksarbeit für uns erledigt haben. Sie sind die kaltblütigsten Killer, die man je gesehen hat. Und sie sind meine Absicherung, dass nicht schieflaufen wird. Ich habe auch noch einen Textlog. Persönliches Log, PVT, sowieso, K. Mayes. Mayes. Okay. Okay, ah. Oh, ich habe ihn getriggert. Ja, mach du Chris das hin, ne? Ja. Ich habe alles getan, was ich konnte, um für diese Mission eingeteilt zu werden, um in diese Eiswüste zu gehen, damit ich den Reban folgen kann. Es war meine Chance, dass sie mich anerkennen. Und davon sollte mich niemand abhalten. Nachdem PVT Freeman verschwand, wurde ich der neue Laufbursche. Ich schrubbte Reaper-Toiletten, machte Reaper-Betten und reinigte Reaper-Waffen, während ich die Kerben an Schaft jeder einzelnen Waffe bewunderte. Boah, Alter, das ist... Oh, nee, doch nicht. Sekunde. Ich hab noch einen Textlog. Echt? Ja. Warte. Bla, wo war ich denn jetzt? Achso, ja, hier. Schließlich fasste ich mir ein Herz und fragte einen der Reaper, ob ich in ihr Team dürfte. Ich war rücksichtslos, ich war entschlossen, ich war bereit. Er lachte mich aus, genau wie damals mein Ausbilder im Lager. Dann sagte er, er würde aufgenommen. Oh nein. Hm. Oh nein. Bin ich das? Nee, du bist das. Ich? Ja. Ich höre dich aber noch. Ja, ich dich auch. Ah, hi. Speichern und beenden, ja? Ja, musst du, ne? Ja. Oh, ich war doch gerade so schön am Text vorlesen. Aber wir sind bei 28 Minuten, Leute, das passt. Dann machen wir den Part hier auch zu Ende. Jo, dann Mann. Haut rein, Leute. Oh, nee. Ja. Haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Part zu Dead Space 3. Ciao.